Ab welchem Alter kann man eigentlich Harfe spielen lernen? Mein Name ist Alexandra Janssen, ich bin Gründerin der Online-Harfenschule und heute beantworte ich diese Frage. Immer wieder bekomme ich enthusiastische E-Mails von Eltern, die schreiben, meine fünfjährige Tochter oder mein fünfjähriger Sohn möchte gerne Harfe lernen. Würden Sie das überhaupt empfehlen? Ist das möglich? Und meine relativ undiplomatische Antwort ist, nein, würde ich nicht. Noch nicht in diesem Alter. Und das hat auch drei ganz bestimmte Gründe, die ich jetzt erkläre. Also, sicherlich gibt es da auch Lehrer, die davon vielleicht abweichen würden und vielleicht dann doch schon eher starten würden mit einer Kompromisslösung. Das mag auch alles in Ordnung sein, aber ich sage eigentlich, ich teile einfach hier meine Meinung und erkläre auch warum, damit eben man dann selber entscheiden kann, ob es sinnvoll ist oder nicht. Also, der Hauptgrund, warum man nicht so früh anfangen sollte, ist, weil die Fingerkraft einfach noch fehlt. Ich bin auch studierte Physiotherapeutin, ich kenne mich also durchaus aus mit Gelenken und es ist eben so, dass die Harfe eine gewisse Spannung hat. Das heißt, wenn man eine Saite zupft, muss man eben auch eine gewisse Fingerkraft haben, um diesem Widerstand etwas entgegenzusetzen. Das heißt, im Normalfall hat man ausreichend Kraft, um das Endgelenk leicht gebeugt zu halten, damit man dann eben ordentlich zupfen kann. Das Gegenteil, wenn einem die Kraft fehlt, würde bedeuten, dass man in den Gelenken, in den Bändern hängt, sagt man auch. Das heißt, man hat eigentlich nicht genug Kraft und würde dann hier so ein überstrecktes Gelenk haben. Das ist, wenn man es mal macht, nicht schlimm, auch ein paar Mal öfters nicht schlimm, aber wenn man es eben permanent macht, ist es einfach nicht gut fürs Gelenk, weil diese Bänder eben ausleiern und man, das kennt man vielleicht bei Menschen, gelegentlich gibt es Menschen, die dann so ein überbewegliches Kniegelenk haben, das dann überstreckt ist beispielsweise. Das ist einfach nicht so gesund. Und diese Kraft fehlt eben bei fünfjährigen Kindern noch oft. Die sind auch noch ganz verspielt im Kopf und denken da gar nicht groß drüber nach. Das ist auch alles in Ordnung, aber dementsprechend ist die Harfe meiner Meinung nach kein gutes Einsteigerinstrument, sondern ich würde es wirklich eher so mit 6 Jahren, Ende 6 Jahre, so in der Richtung ungefähr empfehlen. Das weicht natürlich immer auch ein bisschen, hängt vom Kind ab und man kann auch durchaus davon abweichen, aber das ist so grundsätzlich meine Empfehlung. Der zweite Grund, ist, dass die Konzentrationsfähigkeit auch einfach noch nicht so sehr da ist mit 5 Jahren. Erfahrungsgemäß kann man das, was man im Alter von 5 bis 8 Jahren spielerisch sich erarbeitet, kann man auch, wenn man mit 9 Jahren anfängt, das Instrument zu lernen, schafft man das in einem halben Jahr ganz locker aufzuholen. Einfach weil die Konzentration eine ganz andere ist, man ganz andere Übungen schon geben kann und ja, man einfach andere Möglichkeiten hat, aber weil auch die Koordination schon gereift ist. Genauso wie Kinder erst ab einem gewissen Alter schwimmen oder in Empfehlungen es gibt, dass sie zum Schwimmkurs gehen, genau das gleiche gilt eben hier auch. Einfach die Koordination ist davor einfach noch eine ganz andere und ja, man ist noch nicht quasi fit genug, um gewisse Dinge zu machen. Das macht nichts. Man kann ja auch sagen, es ist aber wie eine Art musikalische Früherziehung. Man kann das Ganze spielerisch angehen. Das ist durchaus möglich und das habe ich in der Vergangenheit auch vielfach gemacht. Das heißt, dass man dann eben neben ein bisschen Harfe zupfen und Noten lernen und so dann auch mal den Popo-Tango tanzt und dann ein paar Rhythmus-Klopfübungen und Fantasiereisen macht und so. Das ist alles schön und gut und möglich. Das ist aber eben dann nicht mehr der klassische Harfenunterricht, sondern eigentlich musikalische Früherziehung, wenn man ehrlich ist. Und der dritte und letzte Grund ist tatsächlich ein finanzieller Aspekt. Wenn Ihr Kind ganz konkret schon Jahre sagt, ich möchte Harfe lernen und nur Harfe, dann mag das wirklich ein guter Grund sein, das Instrument zu wählen. Aber oftmals suchen Eltern einfach nur nach einer grundsätzlichen Möglichkeit, das Kind erstmal überhaupt an die Musik heranzuführen. Und da würde ich tatsächlich eher andere Kurse empfehlen. Einfach weil, um Harfe zu spielen, man erstmal auch ein Instrument braucht. Dieses Instrument kann man entweder kaufen, das mehrere hundert Euro kostet, Minimum, eher mehr. Oder man kann das Instrument auch alternativ erstmal mieten, aber dann hat man auch da Monatsmieten um die 40 € und aufwärts zwischen 40 und 60 € zusätzlich zum Einzelunterricht, der auch in der Regel bei ab 40 € die Stunde liegt. Das heißt, selbst wenn es Lehrer gibt, die vielleicht eine halbe Stunde lang unterrichten, ich tue es aktuell nicht, dann kommt man eben schnell auf Kosten von ungefähr 100 € monatlich für den Musikunterricht des Fünfjährigen. Und wie gesagt,
Wenn das Kind ganz gezielt nur diesen Instrumentenwunsch hat, dann mag das auch sinnvoll sein, durchaus. Aber wenn man einfach nur einen ganz allgemeinen Zugang zur Musik sucht, dann würde ich tatsächlich eher einen musikalischen Früherziehungskurs zum Beispiel in der Musikschule empfehlen. Da ist das Kind dann mit anderen Gleichgesinnten auch da und lernt auch da Rhythmus und Noten und wird ganz spielerisch an die Musik herangeführt. Aber das ist einfach ja deutlich kostengünstiger, kostet ungefähr 20 Euro monatlich im Vergleich und wäre meine Empfehlung eben eher, als dass man etwas verfrüht mit diesem Instrument beginnt. Denn die Harfe ist nicht wie beim Klavier, wo man einfach sich hinsetzt und die Finger auflegt und vielleicht ist das nicht ganz perfekt, aber das passt schon ungefähr von der Fingerhaltung, sondern die Harfe hat schon eine etwas speziellere Fingerhaltung, an der man auch, oder Handhaltung, an der man auch wirklich ein bisschen arbeiten muss, die nicht ganz natürlich ist. Insofern wäre mein Rat an Sie als Eltern, dass Sie doch ein paar Jahre noch warten mit Ihrem Kind und dann wirklich ganz bewusst sich das Kind für die Harfe entscheidet und dann eben auch schnellere Fortschritte sehen kann und mehr Freude am Üben hat, als wenn man dann über Jahre, was auch schön sein kann, ne, das spielerisch zu machen, aber wenn man dann im Prinzip mehr oder weniger über Jahre fast auf demselben Stand stehen bleibt, aber dann eben früh angefangen hat. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich hier teile. Insofern, ich möchte niemandem zu nahe treten. Sicherlich gibt es auch Lehrer, die das vielleicht anders handhaben. Und ja, das ist ja auch gut so. Aber ich unterrichte eben aus diesem Grunde zumindest aktuell keine fünfjährigen Kinder, sondern eben wirklich erst ab fast 7 Jahren, kann man so sagen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat zumindest ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, damit die Entscheidungsfindung dann leichter fällt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie einen Daumen hoch hinterlassen, wenn es hilfreich war, oder meinem Kanal folgen, denn hier gibt es immer wieder Videos, wo ich einfach Informationen zur Harfe gebe, einfach, ja, damit man sich mehr mit dem Instrument vertraut machen kann.